Zurück zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Und das hier ist ein besonderer Part, also beziehungsweise wird er jetzt nicht extra lang sein, aber das, ich habe ja eine Playlist, die heißt Uncharted Reihe. Das sind alle Uncharted Let's Plays, zu 1 bis zu Lost Legacy, und das ist jetzt das Ich kann 100. Video rüberschwingen. in dieser Playlist. Wir haben Dezember angefangen, Uncharted 1 durchzuspielen, dann haben wir Uncharted 2. Dann 3, dann 4, wie es halt die richtige Reihenfolge ist. Und ho, also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Videos da drin irgendwann mal sein werden. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt von hier nach da springen, oder? Oh. Nein, wir können jetzt gar nicht daran schwingen. Okay, geht nicht. Aber hier sollen wir anscheinend hin. Was müssen wir jetzt tun? Ah, okay. Okay, ich seh's. Schon cool, dass man jetzt hier tauchen kann. Weiß, glaube ich, gar nicht, ob. Ja, doch, im vierten Teil ging das auch. Und im dritten Teil auch. Ich glaube, seit dem dritten Teil ging das. Oh, komplett geflutet. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Jetzt kann man lang schwimmen. Okay. Immer mit der Ruhe. Immerhin kann man hier nach oben. Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Oh. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Du heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für eine Art? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Shit. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen. Ganz genau. Hier drüben, okay, Nadine. Okay, alles Wasser. Klar? Der blöde Drecksack. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich bis jetzt. Ah, das sieht schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Einer der coolsten Antagonisten in der. Weil Adoknava, oder der die Hand komplett bewegt sich bescheuert etwas genauer. Rave genauso. Und Talbot, der war und Lazare und Lazarevich, der war eigentlich auch. Der war auch gefährlich. Also ja, wenn wir jetzt gerade noch von schlechten Antagonisten reden. Da muss Harry mehr Flynn. Dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Und Mauser. Ich schaue auf der anderen Seite. Okay. Und Harry Flynn, der hatte nicht mal einen Bosskampf. Und der war ein Antagonist. Jetzt kommen wir rüber. Oder können wir jetzt hier einfach runter? Nee, hier war ich doch gerade. Alter, ich bin auf die falsche Hand gegangen. Deswegen konnte man da auch nicht rüberspringen. Ich bin einfach hier dann wieder zurückgesprungen, Genie. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Da können wir bestimmt noch hochklettern.
Okay, ich sollte mich beeilen. Ich sehe runter. Wenn es hier runter geht. Wie soll ich denn da hoch? Ah, okay. Ja, ja. Ich weiß es jetzt, was ist. Ich weiß jetzt, was ist. Ich kann wieder mit interagieren. Ja, okay. Direkt neben mir. Zurück mehr. Nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Festhalten. Dich fest. Oh, super Vorschlag. Ah, das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Oh, schade. Das wäre ja so schade gewesen. Wow. Ich kann von hier mein Haus sehen. Es ist eine Anspielung an so eine Uncharted 4 Trophäe. Und sich auf diesen komische Kirche oder Glockenturm, was weiß ich. Ja, ja, egal. Und sich da oben ganz oben drauf stellt, dann bekommt man die Trophäe. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Ich glaube, das ist eine Anspielung daran. Ich würde es nicht blamen, Uncharted 4 wäre echt ein nice Game. Allgemein Uncharted. Bin gleich unten. Oh, den Motherfucker. So wollte ich das nicht. So wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Wasser lang, aber auf einmal ist er einfach auf den Rand gegangen. Oh, ich dachte schon. Was ist denn hier? Hier ist ja wahrscheinlich was in der Nähe, wo ist die? Wo ist die denn? Das ist doch nicht ihr Ernst, wo ist er jetzt hingegangen? Kann man wieder dran kurbeln. Wieso? Oh ne, ist dann so ein Vorsprung. Ja. Morgen. Können wir jetzt hier runter? Hallo, hier ist irgendwas. Nee, halt nicht. Lauf halt einfach weiter.
mal los. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Na los, spring zur Trommel. Oh mein Gott, es geht sogar. Das ist eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh Scheiße, es geht los. Festhalten. Chloe, was tust du? Alter. Da sah ich nicht, dass es klappt, dieser Sprung, aber er hat geklappt. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Wollen wir? So, Ladies first. Stimmt, ja. Was das? In einem Moment wissen wir mehr. Dann wieder. Ah, jetzt. Seht ihr? Nein, das kommen einfach nur Hände. Oder? Ah, jetzt ist das Wasser da rein. Ja. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Wenn die Häusaler etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Alter. Und was ist das alles? Ah, dann mal los. Das ist wahrscheinlich auch eine andere Statue leuchten lassen. Nein. Ist doch eine. Ja, toll. Nein. Das Licht trifft die Statue in der Mitte. Wir sollten es zuerst bei der probieren. Ha, gute Idee. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Das will doch nicht. Oh, ich glaube, ich check's gerade. Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Du hattest recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks. Ah. Das wird denn das geile Rätsel.
Die hier. Die leuchtet ja nicht aus. Vorsicht. Die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Oh, ich muss das bewegen. Passiert wohl nichts, wenn das Licht nicht hierher gelenkt wird. Warte. Ah, warte. Hey, ihr will mit interagieren. Oh, fängt nicht gerade gut an. Moment. Ich habe eine Idee. Du stellst dich da drauf. Improvisieren. Moment. No, ich stelle dich da jetzt drauf. Ich wusste es. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Ding ist schwer. Okay. Wir müssen uns erst um die andere Seite kümmern. Also kann ich den Spiegel hinlegen? Wenn du musst. Welche andere Seite? Echt jetzt? Echt? Okay, warte, das macht was. Hallo, bewegst du auch weiter? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Bleib doch so stehen. Das geht nicht. Verarschst du mich? Ich drück's nur ein bisschen und das macht noch direkt weiter. Oh, Junge. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Ja. Echt geil. Okay. Jetzt spinnt es schon wieder rum.
zu treffen und jetzt Staub. Echt geil. Super, das leidet ja nicht auch mehr. Das ist so beschissen. Diesen Kackspiegel. Oh mein Gott. Natürlich nicht. Da ist eine beschissene Statue, ne? Nein, andere Richtung. Ja, warte. Also nur die andere Statue ein bisschen anders bewegen. Dann haben wir die Alter, halt die fest. Trifft's. Oh Gott sei Dank. Nein! Ich wollte, dass du nach da schwingst, aber nee. Brauchst nicht. Okay, kannst du wieder zur Statue werden? Oh, die ist ja schon da. Oder nee? Hä? Warum ist die schneller da als ich? Das machen wir im nächsten Part. Ciao.